Als ich erfahren habe, dass ich nicht bei diesjährigen Miss Schweiz-Wahl dabei war, meine Reaktion war: Bin ich happy, dass ich nicht dabei bin? Klar nicht. Ich werde versuchen, ein ernstes Gespräch zu führen. Es wird schwierig, weil ich immer gerne Witze dazu sagen möchte, weil die einfach so aus meinem Mund kommen. Aber ich werde versuchen, ein ernstes, objektives und seriöses Gespräch zu führen, okay? Also, ich finde, ich wäre die perfekte Miss Schweiz gewesen, weil erstens, ich bin bekannt. Zweitens, ich bin eine Geschäftsfrau. Drittens, ich bin hübsch. Viertens, ich bin gebildet. Fünftens, ich habe verschiedene Talente. Schau, nur weil ich in den falschen Körper geboren worden bin, bedeutet nicht, dass ich keine Frau bin. Die Schweiz sucht eine Frau. Ich bin eine Frau. Ich bin nicht eine biologische Frau, aber immerhin eine Frau. Es steht nirgendwo drin geschrieben, dass die Miss Schweiz eine biologische Frau sein muss. Ganz ehrlich, so viele Fragen gehen durch meinen Kopf durch. Persönlich gesagt, so schade, dass sie so eine Chance einfach verschwendet haben, weil ich habe so viel zu bieten. Ich habe so viel zu bieten. Ich bin eine Persönlichkeit und sie suchen eine Persönlichkeit. Sie suchen jemanden, wo die Leute unterhalten kann. Und sie suchen jemanden, wo gerne in dem Rampenlicht steht. Schau, die süße Bettina ist vielleicht süß. Aber die Bettina ist nicht Rafa. Ich bin die Unterhaltungsqueen. Ich möchte nicht eingebildet tönen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber Fakten sind Fakten. Mein Traum wäre das gewesen, auf die Bühne zu stehen, eine Message zu bringen. Ich meine, egal ob ich gewonnen hätte oder nicht, egal. Egal wie du geboren bist, egal ob die Gesellschaft dich anders findet, egal ob du nicht in die Normen reinpasst, dass du trotzdem wert bist und dass wenn man Ziele und Träume hat, dass man trotzdem alles schafft. Klar, the message kommt auch durch YouTube, the message kommt auch durch Instagram, the message kommt auch durch Facebook. Weil ich bin dort schon sehr erfolgreich, ja? Aber die Miss Schweiz Organisation, es wäre noch eine weitere Möglichkeit, um andere Leute erreichen zu können. Auf einer Bühne zu stehen, vor Menschen zu stehen und sagen, schau, ich bin so und so und so und ich bin stolz. Und das ist keine Krankheit, das ist keine, ihr müsst keine Angst haben vor mir, wir sind alle normale Menschen, okay? Aber nein, die Miss Schweiz Organisation, I don't know, was sie gedacht haben. Sie so, nein, wir nehmen sie einfach nicht, weil sie ist überqualifiziert. Alles hat gestummen. Meine Maßen haben gestummen, alles hat gestummen. Das Einzige, was nicht gestummen hat, man müsste 1,68 sein. Und sie haben mich gemessen und den Tag, ich war 1,67,5 Meter. Vielleicht kann es sein, dass wegen dieser 0,5 Zentimeter, also 5 Millimeter, 5 Millimeter, ich deswegen das nicht geschafft habe. Es hätte sein können, dass wenn sie mich als Miss Schweiz genommen hätten, ich nicht bei der Miss Universe dabei hätte sein können, ja. Das weiß ich, weil bei Miss Universe, ja, wer ist der Chef dort? Der fucking Trump. Und in dem Ding steht, und in dem Vertrag steht drin, dass die Miss Universe eine biologische Frau sein muss. Als hätte jemals eine Miss Schweiz die Möglichkeit gegen eine Miss Kolumbien, eine Miss Philippinen, eine Miss Albanien, eine Miss Serbien, eine Miss Amerika mithalten zu können. Ich meine, die Frauen sind gorgeous. 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 Haben Sie wirklich das Gefühl, dass eine Miss Schweiz irgendwann mal die Krone von Miss Universe gewinnen würde? Komm, bitch. The shade is real. Ich bin nicht hier, um Späße zu machen mit euch. Ich bin hier, um richtig zu reden. Ich bin hier, um ehrlich zu sein. Bin ich verletzt? Ein bisschen. Ich würde nicht sagen verletzt, ich bin irritiert. Gott sei Dank, ich habe eine Firma hinter mir. Gott sei Dank, ich habe eine YouTube-Karriere hinter mir. Gott sei Dank, ich schlafe nicht. Und Gott sei Dank, Mama ist wach. Und Gott sei Dank, Mama ist immer dran, an neue Projekte zu arbeiten, neue Sachen auf den Markt zu bringen, weil Mama weiß, dass es falsch ist, auf andere Leute zu warten. Du musst, wenn du Ziele hast, selber für deine Ziele kämpfen. Weil wenn du wartest, dass jemand anderen dich pusht, alle werden dir das in den Popo geben, was du dort nicht haben möchtest. Das sage ich dir. Weil für die Firmen und so, du bist ein Niemand. Du bist niemand. Du bist einfach ein Produkt. Und deswegen, ich sage dir, push dich selber. Push dich selber. Warte nicht auf jemand anderen.
Weil sonst wirst du nur Enttäuschungen haben. Wenn ich irgendwann probiere und ich mich selber enttäusche, dann ich bin mit mir selber sauer. Aber wenn ich meine Erwartungen auf jemand anderen setze und diese andere Person meine Erwartungen enttäuscht, dann bin ich auf die andere Person enttäuscht. Aber eigentlich, ich sollte auf mich selber enttäuscht sein, weil ich nicht alles auf mich selber gesetzt habe, und sondern auf die andere Person gesetzt habe. Und das ist immer falsch. Nein. Eigentlich, ich brauche gar keinen Titel, weil ich bin so oder so schon die Queen. Eben, ich versuche keine Witze zu ziehen, aber auf jeden Fall, wie jedes Jahr werden sie eine Miss Schweiz wählen, wo, schau, vielleicht dieses Jahr wird anders sein, vielleicht dieses Jahr, ich werde die Show gucken und all die Miss, die Misses, das dort sind, werden mich am Boden umhauen und sie werden mich einfach vom Hocker runterwerfen, ja. Und ich werde sagen, yes, Gott, sie haben eine richtige Entscheidung gemacht. Sache, was ich aber nicht glaube, weil, wer ist die letzte Miss Schweiz gewesen? Wer ist die vorherige gewesen? Wer war die Miss Schweiz vor 3 Jahren? Hm? Kennst du den Namen? Nein, selbstverständlich nicht. 99% von den Schweizer kennen den Namen von der Miss Schweiz nicht, weil... Deswegen. Seit 2 Jahren hat keine Miss Schweiz Wahl gehabt. Wieso? Wieso? Weil das Schweizer Publikum absolut das Interesse verloren hat. Absolut das fucking Interesse in das Ganze verloren hat. Weil es ist nicht spannend. Die Leute wollen Drama. Die Leute wollen yes. Die Leute wollen nicht die süße Bettina sehen. Die Leute wollen die Bitch Raffaella. Tut mir leid. Oh mein Gott. Ich fühle mich so schlecht. Eigentlich, ich bin ganz eine Freundliche und das wisst ihr auch. Aber manchmal, es ist so, es tut mir leid für denen. Es, ganz ehrlich, es tut mir leid für denen, weil sie hätten, sie haben eine Chance verpasst. Ganz ehrlich, sie haben eine Chance verpasst und sie haben eine tolle Kandidatin verpasst. Wie gesagt, mir war kacke egal, dass ich nicht, I don't care about the winning. I don't care. I don't care about die Krone, weil ich weiß, dass ich schon die Queen bin. Ich finde nur schade, dass das wäre, wie gesagt, eine Bühne gewesen, um andere Menschen inspirieren zu können. Vielleicht hätte ich andere transsexuelle Leute, andere Schwule, die LGBT-Community hätte ich helfen können, ja. Weil vielleicht haben sie mich davor nicht gekannt und vielleicht nach meiner Bühnenpräsenz sagen sie, wow, wenn sie das geschafft hat, schaffe ich das auch. Sie kann ihr Leben ganz normal leben. Ich könnte das auch. Und das scheißt mich an. Weil alle sagen, ja, es ist okay, schwul zu sein. Es ist okay, transsexuell zu sein. Es ist, alle sind offen darüber. Und es ist absolut kein Tabuthema mehr. Aber Bitch, es ist ein Tabuthema. Wieso bis jetzt gab es noch keine transsexuelle Kandidatin, wobei die Miss Schweiz mitgemacht hat? Wieso? Hm? Wenn das kein Tabuthema ist. Wieso? Wieso weltweit? Es gab nur einmal eine transsexuelle Kandidatin und das war bei Miss Kanada. Einmal in dieser ganzen Weltgeschichte. Einmal, es gab bis jetzt eine transsexuelle Kandidatin. Und wir sind nicht weniger Frauen als die biologischen Frauen. Deswegen, alle sagen, bla bla bla, bla bla bla, wir sind offen, bla bla bla, wir akzeptieren alles. Nein, akzeptiert ihr eben nicht. Akzeptiert ihr eben nicht. Sobald etwas nicht in die Norm passt, sobald etwas anders ausschaut oder die Leute das Gefühl haben, dass das anders sein könnte, es wird sofort an die Seite getan. Hat überhaupt jemand von euch überhaupt irgendwann gesehen in meinem Instagram, in meinem YouTube oder so, dass ich irgendein Sponsoring für irgendeine Firma gemacht habe? Nein, weil die großen Firmen nicht wirklich auf mich zukommen, weil ich vielleicht keine Abonnenten habe. Nein, weil ich vielleicht keine Views habe. Nein, weil ich anders bin, weil ich halt nicht in diese Normalität Bild reinpasse. Und deswegen, die Leute gehen lieber zu einer Frau, wo vielleicht 50.000 weniger Abonnenten hat wie ich, aber eher ein Bild, ein gesellschaftliches, ein normales gesellschaftliches Bild darstellt. Und man macht lieber mit ihr die Kollaborationen, weil sie ist halt normal. Ich sage euch was. Glaub an dich selber. Glaub an dich selber. Wenn du an dich selber glaubst, werden die anderen das auch irgendwann tun. Nicht sofort, nicht morgen, nicht übermorgen. Irgendwann. Irgendwann, wenn du deine Straße, wenn du deine Linie
richtig folgst und gerade folgst, wie ein Eins. Folge einfach die Linie. Du, wenn du Ziele hast und wenn du Träume hast, du wirst alles erreichen. Ich schwöre auf Gott. Lass dich von niemandem runterkriegen. Wenn du Absagen bekommst, we don't care. Kann es sein, dass bei Menschen wie mich länger dauert, bis man irgendetwas erreicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das ist okay so. Das ist okay so. Wenn du ein Nein bekommst, lass dich nicht runterkriegen, sondern kämpfe. Kämpfe weiter. Kämpfe dafür. Bam! Du musst nur das machen. Wenn du das machst, hast du den Lotto geknackt. Irgendwann wirst du auch dort angekommen sein. Wie gesagt, vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Zeit, aber du wirst dort ankommen. Ich spüre. Okay? Jetzt geh, genieße dein Leben, deine Straße entlang, gerade wie eine Eins, mach dein Zeug und jetzt, ich verpisse mich. I love you.